So, hallo Leute, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe FIFA 23, unsere EM. Mein Name ist der Fangamer, hier ist iEnning auch mit am Start, der mir jetzt sagt, wie die erste Partie des heutigen Abends ist. Ja, Abschlusspartie in Gruppe A, Irland gegen Finnland. Upsi. Für die Finnen geht es aber noch um die Ehre. Irgendwelche. Keine Einwände. Gut. So, ja, Irland gegen Spanien. So geht es ums Weiterkommen. Ah, jetzt habe ich das T-Shirt nicht gewechselt. Na, ist wurscht. Tritt mal mit dem Ramadan-T-Shirt an. Mit Ramadan-Dress. Mit Ramadan-Dress. Wirklich? Das ist das Ramadan-Dress. Ja, kann ich mir Guten Abend, sagen. liebe Zuschauer. Ich darf Sie zu diesem Spiel begrüßen, das bei Richtung Aber nach 900 XP insgesamt, schauen wir nicht. Das Smart machen, ist ja wurscht. So, wie sind hier die Ausgangssituationen? Ja, wie gesagt, Duell lautet Spanien oder Irland. Irland hat selbst in der Hand jetzt. Irland muss mit 2 Toren Unterschied gewinnen. Alles andere, also 2 oder plus natürlich, Oh. alles andere ist zu wenig für die Iren. Das heißt, die Spanier sind auf finnische Hilfe angewiesen. Die Nordmex haben den Ball. Machen Sie jetzt gut. Oh. Aber der Ball ist weg. Die Gefahr damit Setzt er sich vorüber. so schön durch, halt, und dann kommt zwar Basel. Die Nordmex über außen. Da haben Sie jetzt Platz. Könnte die Führung werden. Tor, da ist es. Das ist Schön. die frühe Schön. Führung in dieser Partie. Bauen Raster mal aufs Tor zu. Bedient Long. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann müssen wir hier seine Nerven stärken. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Guter Spielaufbau. Schwacher Kopf an Ah. die Abwehr. Sie machen ihn gut zu. Da habe ich jetzt auch gedacht, Goli hat ihn fix. Aber die Finnen melden sich mit der ersten Chance. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Er zieht vorbei. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Schuss kommt nicht durch. This is a message for Tyler Berry. Rechts. Boah. Jetzt ist der Platz da. Und Long. 2-0. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Kontakt perfekt auf. Und dann geht
Ja, momentan stand jetzt Irland durch. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Sieht gut aus. Weiter gefahren nach der Netzkis Abwehr. Alter. Robinson! Puh, was da jetzt los? Ja, ich finde, muss man sagen, ich finde ein recht gutes Turnier, auch wenn es punktetechnisch bis jetzt nicht so rausgeschaut hat. Ich glaube, es ist eigentlich keine hohe Niederlage kassiert. Wer jetzt? Finnland. Auf Finnland. Höchste Niederlage war gegen Portugal mit 4-1. Aber ja, hier bis jetzt nicht so in die Partie gekommen. Jetzt der Ballverlust hier. Hendrik. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Aber dann verlieren sie den Ball, damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Ring. Robin Lott. Jetzt kommt die Flanke. Ah, abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Schöne Idee. Oder? Nein, halt. Ach so, halt, wegen deiner Kontrolle. Ja, sorry. Warte, ich gehe nicht ganz zurück. Mann, nur halt, was der jetzt wusste ich nicht. Ja, sorry, muss ich nächstes Mal wirklich sagen, Controller. Aber wirklich, ich habe wirklich gefühlt 6 Stunden offline gespielt, kein einziges Mal gewesen. Ja, weil du alleine warst. Das haben wir eh schon einmal besprochen. Alles bis jetzt liegt an den Profilen. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Sie blocken den Ball ab, aber Szene geht weiter. Und das Problem ist mit einem PS5 Controller. Rauscht. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, ich hab Pech. Ah, das war zulässig. Alter. Das sind Iren, Alter. Irische Härte. Ah, oh, das war Arsch. Das war ganz so Arsch. Eckball. Nicht konsequent genug. Szene geht weiter. Alter. Tschüss. Ballverlust. Robin Lott. Mit viel Auge. Oh. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt's noch oben drauf. Jetzt der Steilpass. Also wenn er. Gut möglich.
Eieiei. Ja, erste Halbzeit gut im Griff, die haben geschlagen. Sind im Soll. Sie haben eine überzeugende erste Hälfte gespielt. Wenn Sie weiter konzentriert bleiben, dürfte in Rückgang 2 nicht mehr viel passieren. Pass wird abgefangen. Schon. Risky! Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Na, ein Tor noch für die Finnen und es heißt wieder Spanien. Er steht im Abseits. Gut. Schade. Ah, das könnte was werden jetzt. Oh, der geht am Gegenspieler vorbei. Geblockt vom Verteidiger. Ja, da war noch einer dran. Gibt Ecke. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Szene geht weiter nach diesem Block. Alter. Jo! Robin Lott. Sie fangen diesen Ball an. Muss Einwurf geben. Ja, vielversprechender Steilpass. Schöner hoher Ball. Super abgewehrt hier. Kommt der Schuss. Das war eine gute Schuss. Alter. Schön. Tor. Und jetzt gehen sie hier wohl in den McGoldrick. Und wir haben einen neuen Spielstand. 4-1. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Oh, schön, Pucki. Nein. Oh, mein Gott. So lang gebracht. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ja, finden aber mehr in Fahrt jetzt in dieser zweiten Halbzeit. Ecke kommt rein. Boah, schon. Super Reflex. Ballgewinn, gefährliche Position. Ja, gut. Sie haben den Ball. Ball kommt in die Mitte. Schön hier diesen Ball abblockt. Wow. Gute Aktion. Ball ist raus. Bei diesem Pass. Da kommt die Flanke.
So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Oh, der Gast nicht an. Boah. Der Ball erstmal abgefangen. Pass bleibt hängen. Na, ja, ist ein gefährlicher. Boah. Da ist die Chance. Er geht dazwischen. Und ganz klar. Dann ist da zu wenig Bewegung in der Mitte, da müssen sie mehr laufen, sonst stellt sich die Abwehr am Ende ins Abseits. Klarer Rückstand für die Gastgeber, gleich bekommen wir hier den Schlusspfiff. Was war heute los mit denen? Das ist die große Frage. Wir waren nie drin in dieser Partie, waren zu langsam. Und auch als sie dann zurückkamen, als alle dachten, jetzt kommt eine Reaktion, jetzt schlagen sie zurück. Oh. Die Fans sauer aus ihrer Sicht, musste es da Elfmeter geben. Angriff der Nachmex auf außen, da hätten sie Platz. Ball kommt an, was machen sie daraus? Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Schön. Scheiß, Alter. Komm durch! Der Goalie macht nichts, Alter. Ja, aber es scheint du zu sein für die Iren. Da müssen sie aufpassen. Oder? Oh, schön long. Jetzt wird das frühe Stürmen so perfekt eingesetzt. Steig gespielt, gute Idee. Das war Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. Das war knapp. Aber schön mit Gefühl gemacht. Ja. Gut weg. Aber das dann das Ruhigspielen auch nichts mehr genutzt in der zweiten Halbzeit. Da gehört schon Mut dazu. Torreich und einseitig. So kann man das Spiel bisher zusammenfassen. 6:1 jetzt. Abseits Boucher. Was? Da können Sie nicht zufrieden sein mit der Aktion. Da fehlte die Übersicht. Ja, da musst du schauen. Soll ich den Ball annehmen? Soll ich ihn laufen lassen? Also das war unüberlegt. Er geht schön dazwischen. Das ist abseits, hätten sie zu gerne vermieden, aber dann ist es doch passiert. Ja. Ivanov hat gelbe Karte gekriegt übrigens. Was? Sag Selsa auch. Okay. Ich glaube, das ist schon. Ist schon wurscht. Okay. Ja, notiert. Aber nach zwei Statistik oder so. Ja, eh. Wir haben es ja gesehen, die Bewegung zurück, aus dem Abseits raus, das hat nicht ganz gereicht. War alles in allem ein eher... Oh, Alter. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Da ist die Flanke. Pass kommt nicht an. Da waren sie Druck, aber der Ball kommt an. Keine Gegenwehr mehr, Alter. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Alter. Stimmt. Hendrik. Boah. Das riecht nach Platz für uns. So, jetzt nicht mal gesehen. Dann ciao. Der Trin geht auch noch.
durch. Irland holt sich im letzten Spiel noch das Ticket. Ja, verdient. So, damit Belgien, Portugal, Irland und Bulgarien aus Gruppe A durch.